Moin, Penra. Junge, Hundemaul ist eine Maschine, doch. Der dumme Rüde, Alter. Jo, Sizzle, ich hab dein Bild gesehen, doch, mit Lorblatt. Lorblatt ist the key! Das Vieh ist mit Abstand eins der krassesten Gegner in All of Gen 2. Sandras Tedra King. Ist auch noch up there. Good old T-Nager. Moin Astiger. Und Michi. Kein Gold King hier, Digga. Ah, oh, Junge, ich stream keine 3 Minuten und musste schon wieder ein paar Mal lachen, Alter. Das ist amazing. Ich glaube, ich werde heute dieses Spiel durchspielen. Aber maybe mache ich einen Food Break. Und wenn ich nach dem Food Break keinen Bock mehr habe, dann komme ich halt nicht mehr an. Junge, Memes war. Vor allem das Geile war, während das in Memes ablief, ne? War ich gerade am Scheißen. Das Timing war glorious. Das war so gut, Mann. Swiper ist typing. Post Champ. Kinda sick.
Eine Mau. Ich habe auch zwei. Aber kein Giga. Amy zahlt Geld an Phil, damit er ihr davon Energy kaufen kann. An sich ist das komplett wasted, dass sie bei mir Sub ist, weil we gain nothing. Wir verlieren einfach nur Geld an Twitch. Aber es wäre auch weird, Champ, wenn sie nicht Sub wäre. So, ja. Whatever. Twitch raubt. Ich glaube, ich werde nächsten Crystal Attempt ernsthaft einfach einen Fighting Type trainieren, damit ich was in Knirscher einswitchen kann. Ich hatte schon überlegt, mir hier Nocturne oder Kickly zu holen und in die Ruhmeshalle zu tragen. Einfach nur, damit ich ein Early Game Rabauz habe in Gen 2. Ich sollte es wie andere Streamer machen und einfach immer ein Donation Goal haben, was heißt Monthly Support. Yeah. Longcat ist ein Raid. Aber ist wohl gut, also ist wohl gut zum Geldfarmen auch. Also nicht nur die Katze selbst, sondern die Raid. That's so cringe, Astiga. That's more cringe than what I said. Hell yeah, back to square one. Aufwärmrunde ist vorbei, jetzt geht's los. Ich werde über, ich habe ja schon eine Menge Gymnasloggt, aber ich glaube in der Genlog werde ich noch richtig lernen, was die kritischen Stellen sind. Dass Makuhita eine kritische Stelle ist, wusste ich schon. In Gen 3. Like, das ist krass, das Makuhita. Auch mit der Citrobeere und Protzer und guten Stabs. Aber jetzt durch die Genlock habe ich jetzt auch noch das Hundemon auf dem Schirm. Believe Brock mit Glumanda? I didn't use it. Ich habe Smetbo benutzt. Kritische, das auch, ja. Don't gen your mons incorrectly. Ja. Nee, aber erstmal, den Fail aside, die Stelle ist auch, also, das Makuhita ist auch in regulären Nuzlocks nicht ohne. Wenn ich Simsala aus dem Melanie-Fight rausbekomme, like mit Simsala, Golbat, Geowatz hätte ich gegen Siegfried gewonnen, for sure.
Weil erfahrungsgemäß kann Simsala alles one-shotten außer Glurak und Aerodactyl. Und Aerodactyl kann von Geowatz gewollt werden. Und Glurak kriegt man dann auch noch tot mit Geowatz und Simsala. Also ja, hätte ich Simsala preserved aus dem Fight, dann hätte ich das noch gewonnen. Ich habe aber auch nicht instant an Flinkklaue gedacht. Ich habe dann getildet und habe Simsala reingeschmissen. Oh. Das letzte Wort will einfach nicht verarbeiten. Okay, go text for time. Das Hundemon hat uns zerrissen in der Top 4. Melanies Hundemon. Imperator wurde two-shotted, was ich nicht erwartet habe, von Knirscher. Und dann sind wir langsam zerbröckelt. Ich fand das aber wirklich faszinierend, weil ich hatte ein sehr ähnliches Team wie letztes Mal. Was ich nicht hatte, so war ein Level 34 Relaxo, was auch nochmal ein bisschen was getankt hat beim letzten Mal. Daran habe ich mich erst danach erinnert. Soll ich dir was spoilen, Orangengeschmack? Wir können immer Abra kriegen. Weil es das in der Spielhalle gibt für nicht allzu viele Münzen. Sowohl in diesem Spiel als auch in Crystal. Ja, das stimmt. Das Moveset für Pre-Physical Special Split ist extrem gut für Hundemon. Das hat einfach Special Verfolgung, Special Knirscher, Flammenwurf und Brüller. Oh no. Schlepp. Oh, Insta. Der Insta Wake Up. Ja, entweder ein bisschen höher leveln oder halt einen besseren Counter dabei haben. Letzteres empfinde ich für etwas safer. Ich habe vor, einen Kampf-Pokémon mit reinzunehmen. Excuse me. Wait, ich hab meinen Encounter gekillt, right? Ja, whatever. Mein Team eh schon vor Augen. Ja. Why would I want to have a 2-button in this game? Ja, gibt es.
Der Backsprite von Lutexo. Hallo, sieht ein bisschen aus wie so eine. I don't know, wie es aussieht. Komischer Dino oder so. Geil, oder? Finde ich auch geil, Fossa. Ich habe actually richtig Spaß daran, ne? Like, Leute projizieren manchmal so ein bisschen in mich rein, dass ich mich abfacke darüber. Aber ich habe absolut kein Problem damit. Ich habe mir das ja auch ausgedacht. Also, nicht ausgedacht im Sinne von, dass es von mir stammt. Aber ich habe die Regeln mir bewusst so gestellt, dass das passieren kann und wird. Right? How did you die? Das Hundemon von Melanie hat mich zerrissen. Ach so, ne, wahrscheinlich nicht. Da würde ich eher machen, dass ich zu Gen 1 zurück muss. Komplett immer. Das ist richtig rough. Mensch, du stirbst irgendwie an Cynthia und dann musst du Gen 1 wieder spielen. Mensch, du stirbst an Leon. Oder an Leon, ja. Oder an Kukui. Kukui, in meinem Lineup gibt's kein Kukui. Da gibt's nur Hau. Ach ja. Ja. Hey Swiper, was geht? Scissors Legende. Meinst du, Hau sagt zu seinem Lamus auch, dass Sonic Boom einsetzen soll? Breaking Point inwiefern? Erzähl mal hier. Understandable. Wenn Smash dein Main-Hobby ist, dann ist es schon echt eine dreckige Zeit gerade. Oh, generell Fighting Games, for that matter. Ist halt einfach ein Genre, was offline so viel geiler ist. Am geilsten sind aber die Leute, die sagen, hey, ich brauch keinen LAN, der Router ist voll nah an der Switch. Yeah, because that's how it works. Aber das sagen Leute wirklich mit einem Straight Face. Thank you.
Ich weiß, es klingt jetzt komisch, aber wenn ich kein Abra kriege, auf der Route, ich bin mir nicht sicher, ob ich mir Abra so spät im Spiel, okay, spät im Spiel noch geben will. Ah, maybe schon. Probably schon. Ich war alle Kong-Variations, die du mir gezeigt hast, Scissor One sick. Am meisten mag ich tatsächlich Surfer Kong. Surfer Kong, das wäre so ein Mon für Camillo, Alter. Faustau Hafen Ace. Zeit für Young Mega Heap. Ballermann kommt. Alt. Solche Michis. Ich würde die Leute einfach zum Offline-Money-Match auf dem nächsten Event call-outen und im nächsten Atemzug sagen, oh wait, du kommst ja eh nicht offline ran, weil du in deiner Höhle lebst. Amis? Zock halt nicht mit Amis. Ich weiß nicht mal, was Bochum ist. Ja, yeah, I remember that. Ich finde, das Peinliche ist nicht mal das nicht zu wissen, sondern die Ignoranz zu besitzen, es nicht zu wissen und dann aber nicht zu researchen. Ich gebe euch kurz den Kontext. Es ging um Bochum Regionals, also das Pokémon-Turnier. Das Regionalturnier in Bochum. Für EU halt. Und Aaron Zeng, VGC-Spieler aus und Commentator aus der USA, hat halt ein Video gemacht, wo er immer so eine Frage, Question of the Day stellt, halt für die Zuschauer. Und da hat er halt gefragt, ja, waren für euch irgendwelche interessanten Teams in Bochum dabei? Und dann hat jemand kommentiert, I don't know what Bochum is. Oder irgendwie sowas along the line. Also auf jeden Fall hat er gesagt, er weiß nicht, was Bochum ist. Wer oder was Bochum ist. Und dann denke ich mir so, das Problem ist nicht, dass er das nicht weiß, sondern dass er es nicht weiß und dann nicht researcht, bevor er so eine Kacke schreibt. Warum gibst du nicht einmal das in Google ein oder so? What's your fucking problem? Das Meme! Alter, das ist wirklich so wahr. Oh. Das war wirklich ein sehr, sehr gutes Meme, Astiger. Respekt.
Butterfrei kann Giga Impact. Und Risikotackle in dem Spiel. 45 Attack Base, by the way. Kann immerhin mit Onyx mithalten. Ich habe das ja gestern schon gesagt, Leute. Das Ding ist, Pendra ist ein guter Junge. Manchmal halt ein Pepega. Das Problem ist, bei Michi, wenn du redest, das ist ein Wasserfall an Kot, der permanent aber sprudelt. Und das Problem ist auch, und das habe ich gestern schon gesagt. Guck mal. Man sagt dir. Nein, du sagst von dir permanent, was das Meme von Astiga auch beweist, dass du retarded bist, right? So. Und das kotzt du die ganze Zeit raus. So. Und dann, wenn man aber zu dir sagt, dass du retarded bist, dann bist du like, they really called me that. Digga, es kommt wirklich sehr drauf an, wie man sich präsentiert. Vor anderen. PKO Reaction. I mean, I'm trying to help you here, falls das nicht obvious ist. Ich habe heute... Heute ist der Geduldsfaden ein bisschen gerissen, als ich realisiert habe, dass du es nicht geschafft hast, meine Worte zu finden. Und nachdem ich dir gesagt habe, die aktuellen Worte werden gerade erst hochgeladen auf YouTube, dass du mir dann sagst, ja, Tag 7 fehlt aber. Bitch, listen to what I say. Anyway, be cool. That's all you gotta do. Don't be a bitch and be cool. Yes. He's only pretending to be retarded for our entertainment. Was ihr nicht wisst, aber was ich jetzt auflöse, ist, dass Michi ein bezahlter Schauspieler ist. Oh, I wish. Paid actor. Swiper hat den bezahlt. Alright. Alter! Nice one, Swiper. Ein 90% Encounter. Domfossil. Truly is a different timeline. Das war vorgestern, aber close enough. Ich frage mich, ob ich irgendwann so reintilte,
dass ich nochmal so von, wenn ich schon in Gen 5 Realm war, nochmal richtig weit zurückfalle. Ja, diese Genlock wird ein Adventure, Alter. I love it.